Hey ho, meine Lieben, neuer Tag, neuer Tatendrang. Wir haben es kurz vor zwei und ich habe es doch getan. Ich habe einen Hänger dabei und das heutige Motto ist Abbrucharbeiten. Abbrucharbeiten, Müllbeseitigung etc. pp. Ich werde da hinten jetzt erst einmal das Zeug ein bisschen auf die Seite tun. Dann den Kamin klein kloppen. Da stelle ich dann die Cam aufs Stativ. Ja, und dann überlegen, was ich von dem Zeug jetzt noch behalte und was weg kann. Aber da habe ich schon eine Idee bekommen, wie es auch da hinten mache, wegs dem Dreckding. Ich lege mal los. Ich klopfe jetzt zuerst den Grillkamin klein. Ganz einfach, die Steine kommen als letztes aus dem Hänger raus in der Deponie im Müllhof. Ja. Und deswegen kommen die jetzt als erstes rein. Und dann kommt das ganze Altholz von da drüben. Da habe ich keinen Bock mehr, das klein zu sägen oder sonstiges. Das ist alles weg. Ja, und dann kommt der restliche Müll. Und jetzt fängt schon wieder leicht zum Nieseln an. Naja, egal. Ich weiß, was ich heute tue, was ich zu tun habe. Und Und morgen dann auch noch. Und übermorgen am Sonntag. Ja, da können wir bloß hoffen, dass es wieder schönes Wetter ist. Halt, Manu hat eine richtig geile Idee gehabt, was wir machen können. Und wenn alles klappt, dann machen wir am Sonntag das Video. Ja, zur Not machen wir es im Pavillon. Das wird auch noch irgendwie halbwegs gehen. Fragt jetzt nicht, wieso, weshalb, warum ich mir da so Gedanken mache. Das werdet ihr dann sehen, wenn das Video rauskommt. Gut. Wenn es bloß nicht nieseln wird. Da wird die Kamera nass und das ist schlecht. Die könnte ich da vorne unter das Vordach stellen. Ja, ich mache mir schon wieder viel zu viel Gedanken. Ach ja, seht ihr die Ecke vom Ding? Also das Rot, so wie es ist, gefällt mir. Das bleibt so, wird nicht mehr gestrichen. Punkt. Dann in den Kommentaren drin gestanden, ich könnte eine Regentonne dann dahin stellen. Ja, könnte ich, aber brauche ich nicht, weil ich pumpe ja da hinten das Grundwasser hoch mit der Pumpe und da jetzt eine Regentonne hinstellen, die nimmt man bloß unnötig Platz weg. Ansonsten wäre das natürlich eine gute Idee, aber so, Jo. Aber wie gesagt, grundsätzlich eine gute Idee. Hätte ich auch gemacht, wenn ich nicht Grundwasserpumpe hätte. Genau, gut. Kurz noch Kaffee trinken und hoffen, dass es bis dahin dann zum Nieseln aufgehört hat. Der Müll muss weg.
sämtlicher Müll ist aufgeladen. Ach, geil. Naja, bis auf ein Holzbrett, das habe ich vergessen. Aber drinnen meine Müllsäcke sind weg. Hier, das Eck ist jetzt leer. Wer weiß, vielleicht mal pflanze ich auch hier ein schönes Bäumchen hin. Leute, ich mache hier Tomatenhäusle. Ein Gurkenhäusle. Schauen wir mal. Irgendwas Geiles kommt da. Aber was geil ist, sind die Steine, was da hinten rauskamen. Unten drunter. Übrigens etwas, was mir gefällt. Ja. Den Mist hier mache ich definitiv morgen. Ja. Der andere Scheißdreck hier, alles auf dem Hänger. Der Hänger ist wieder randvoll. Und wer jetzt aufpasst, findet vielleicht einen Hinweis, mit was oder um was es im nächsten Grill, Koch, Lecker, Mampf Video gehen wird. Ja. Hier die Ecke habe ich auch aufgeräumt. Das ganze Holz weg, oder? Und die Platte wollte ich eigentlich auch mitnehmen, aber jetzt ist es nicht so auf dem Hänger drauf. Banane wird eingepackt, erst wenn die Blätter hängen und nach dem ersten Frost halt. Tja. Und wenn ich nämlich jetzt das Zeug wegfahre, kann ich einen Hänger wieder aufräumen und habe morgen meine Ruhe. Sonst hätte ich morgen nämlich zwei oder dreimal sogar fahren müssen. Ja, und so morgen einmal, maximal zweimal, je nachdem, ob dann noch jemand mit rauskommt nach dem Arbeiten. Aber eher unwahrscheinlich, weil bis Manu dann morgen vom Arbeiten heimkommt, habe ich dann hier auch Feierabend gemacht. Jo. Aber jetzt Müll wegfahren und dann heim lecker Lasagne essen, wo Manu gestern uns gemacht hat. Jo, in dem Sinne, mal ein kleines Aufräumvideo heute. Muss auch mal sein. Ich bin froh, wenn der Dreck weg ist. Und dann sage ich mal, Tschaikowski, bis morgen.